So, hallo, wir befinden uns im Switch-Menü. Kirby und das vergessene Land ist eingelegt und wir starten natürlich gemeinsam. Das heißt, ich habe noch keine Ahnung, was kommt. Es ist, bis auf einen Trailer, den ich gesehen habe, eigentlich komplett blind. Let's go. Oh, ich habe noch keine Kopfhörer auf. Moment. Die habe ich gerade abgesetzt, nachdem ich gerade die Mario-Testaufnahme gemacht habe. Hab noch ein paar Einstellungen angepasst. So, Moment. So, jetzt kann's losgehen. Schauen wir mal, was passiert. Möchtest du eine Online-Verbindung herstellen? Warum nicht? Bastia. Deine Spielinformationen sind nun für Spieler weltweit sichtbar. Wahrscheinlich für irgendwelche Challenges oder sowas. Dass man da um die Wette, keine Ahnung. Könnte es sein. Sprich im weiteren Spielverlauf mit den Waddle-Dee-Gelehrten. Und anhand globaler... Ah ja, genau. Ja, ich sage, für so Challenges und sowas. Okay. Was? Wilder Modus. Dieser Modus ist etwas wilder und herausfordernder. Dafür winken aber auch viel mehr Sternmünzen. In ein etwas leichterer. Ja, nix. Wiedersehen. Wild spielen wir natürlich. Okay, ich mute mich mal für Story. Natürlich kommt immer irgendwas aus dem Nichts. Achso, ist noch nicht zu Ende die Story, okay. Ah lol, okay, ich dachte jetzt kommt das so Hauptmenü, Spiel wählen, bla bla bla. Ach so, das Hauptmenü war sozusagen, ob ich den Rilden-Modus oder die Dings will. Okay, ja dann, wow. Das ist ein interessanter Effekt, wenn man die Kamera bewegt. Okay. Ich kann springen, ich kann fliegen. Wie lange? Ah, okay. Ah, hier auf der Taste sauge ich. Huch. Wie schluck ich? So, okay. Okay, wir gehen mal in die Menüs. Was kann ich alles einstellen? Okay, Steuerungstyp A. Ducken und blocken, angreifen, springen, Power ablegen. Automatische Schlucken, ein aus.
Also gerade ist es ja aus. Ich habe ja automatisch, ich habe ja hier geschlossen. Okay, dann lassen wir das mal so. Was würde sich hier ändern? Ah, hier unten springen. Okay, ja, das fühle ich mehr. Das fühle ich viel mehr. Das fühle ich viel mehr, genau. Ort der Ankunft. Ah, und die Schwierigkeit kann ich jederzeit anpassen. Ah, okay. Wenn es mir also zu dumm wird. Ja, so fühle ich das viel mehr. So fühle ich das viel mehr. Dann kann ich hier nämlich den machen und hier dann schießen. Okay, ja. Ja, das fühle ich besser. Ja, das ist gut. Und hier kann ich dann schlucken. Okay. Ich meine, wird sicherlich eh gleich erklärt, wenn ich weiterlaufe. Aber man muss ja schon mal ein bisschen ausprobieren. Okay, hier ist dann die Kamera. Gut. Oh, okay. Oha. Interessante Ausweichmanöver. Okay. Ja, springen. Kann ich da runterfallen? Nein, gut. Bäm. Gehen die auch weg nach einer Zeit? Ich warte mal kurz. Okay, scheinbar nicht. Ah, aber ich kann die nicht. Okay, ich kann die nicht. Okay. Münzen. Wer weiß, wofür sie gut sind. Noms. Das wäre Energie gewesen, wenn ich sie gebraucht hätte. Checkpoint steht da unten. Okay. Oh, keine Münze. Okay. Kamera, kommst du mit? Okay. Kann ich dich essen? Ich will das Schild essen. Okay, Schild kann ich nicht essen. Ah, jetzt kann ich aber gleich Schwertfähigkeit bekommen. Aha. Ich will den nicht zerstören, ich will den essen. Ach, das ist mit automatisch schlucken gemeint. Ach so. Ja, Moment. Dann natürlich so, weil sonst werde ich irgendwann vielleicht Fähigkeiten bekommen, die ich gar nicht will. So, wie gebe ich die Fähigkeit ab hier, ne? Ah, okay. Das ist gut, wenn man versehentlich draufkommt, hat man die nicht automatisch. Na, und jetzt kann ich nämlich entscheiden, ob ich das überhaupt werden will. Gut. Finde ich besser so. Und die Taste kann ich dann gar nicht versehentlich drücken, weil um abzulegen muss man wirklich gedrückt halten eine ganze Weile. Okay, das ist schön. Das fühle ich. Hier. Ah, oh, ich mag das hier auf Spuren von Zelda. Hui. Tschüss. Okay, was kann ich alles? Kann ich Stampfattacke? Nee, war. Glaube nicht. Oha. Kann hier alles zerlegen. Die Bank auch? Nein, okay. Den Baum? Nein, okay. Gut. Hallo. Sehr gut. Alles hier zerschnetzeln. Sehr schön. Dose. Ah, die geht gar nicht kaputt. Ah, doch, die geht kaputt. Tschüss.
Bam. Ich muss noch mal schauen, ob die Lautstärke laut genug ist. Es kommt mir gerade noch ein bisschen leise vor. Es kann aber auch so sein, dass nur ich es leise habe und ihr habt es laut. Okay. Was ist das? Okay, wir werden es nicht erfahren. Wäre wahrscheinlich Energie gewesen. Hallo? Okay. Gut. Power ablegen. Ja, okay, ich soll jetzt ablegen. Gut, dann legen wir ab. Und neu einsaugen. Ist okay, komm, Bombenfähigkeit. Komm her. Zack. Bam, bam. Ah, die explodieren nur... Okay, wie explodieren die jetzt? Ah, okay, auf Zweitkontakt dann sozusagen. Kann ich mich selbst explodieren lassen? Also, tut mir das weh? Nein, okay, gut zu wissen. Tschüss. Das ist dann schon mal gut, wenn ich mich selber nicht sprengen kann. Hui. Gibt es da auch was zum Aufladen eigentlich? Bei der anderen... Ah, okay. Oh, ah, okay. Das gibt's auch. Okay. Ich verstehe. Oh, werden wir jetzt gleich zum Auto? Das habe ich im Trailer gesehen, weil es sieht wie so ein Boxenstopp aus. Wie so ein, Fahrzeugdings aus. Hier sind Reifen und sowas. Und da ist so eine... Ja, ich denke, wahrscheinlich werden wir gleich im Intro zum Auto, um das gleich festzustellen, wie das funktioniert. Okay, gehen wir rein. Und gucken, ob wir zum Auto werden. Ja, werden wir, alles klar. Okay. Gar nicht übertrieben. Yo. Okay. Alle Münzen mitnehmen. Bam. Okay, hier kann ich nicht durch. Also mir kommen die Soundeffekte lauter vor als die Spielmusik, aber die kann ich aber bestimmt wieder nicht einstellen. Also, es gibt hier nichts. Nee. Hui. Ah, okay, das kann ich auch ablegen. Ich verstehe. Aber bei so großen Sachen wird er dann automatisch verwandelt. Also das kann ich nicht erst entscheiden, ob ich das schlucken möchte oder nicht. Aber gut zu wissen, dass ich das auch ablegen kann. Okay, erstmal da oben lang. Achso, geht eh nur hier vorbei. Ach, komm schon. Hui. Aha. Kann ich da drauf? Ja. Kann ich da drauf? Ja. Geht aber auch nicht mehr kaputt.
Nee, hier kann ich auch nichts weitermachen. Okay. So. Usch! Okay, jetzt kann man da runterfallen. Hupsi. Mensch, haben wir zum ersten Mal Schaden bekommen. Faszinierend. Halt, ah, ich will da hoch. Ich verstehe. Ah, hätte ich nicht runterfallen dürfen. Ui, oh. Ah, das war eine große Sternmünze. Oh, okay. Der Rückstoß hat mich gepfeffert. Aber irgendeine wichtige Bedeutung müssen die Sternmünzen später haben, sonst hieß es ja nicht, im leichten Modus gäbe es weniger davon. Ne? Also die haben bestimmt irgendeine Bedeutung. Dass man was kaufen kann davon oder keine Ahnung. Bonk. Wusch. Okay, haben wir mal ein Opening eingebaut. Battledees sind gefangen. Ah, jetzt muss ich das Auto wahrscheinlich abgeben. Weil ich da nicht hochkomme. Okay. Alles klar. Gut, dann würde ich aber fast... Wobei, naja, wir sind gerade mal bei 18 Minuten. Nein, alles gut. Ich sag nichts. Wir sind hier noch am Start. Oh, aber cool ist auch, wir haben vorher das Dings gehabt und das haben wir jetzt immer noch. Okay. Das heißt... Ja, was heißt das eigentlich? Nix. Egal. Oha. 3 FPS Sequenz. Seht ihr, wie das ruckelt? Was ist das denn? Hilfe. Okay, jetzt ist wieder normal. Okay, die kleinen Hundis. Jagen die Waddledees und diese Vögel sammeln die ein. Und diese komischen Dinger werden auch eingesammelt. Okay. Ja gut, das werden wir dann gleich befreit haben, das Ding. Ah, ich kann auch nirgendwo anders hin. Okay. Juckt die gar nicht, dass ich da bin.
Wann bemerken die mich? Jetzt. Okay, tschüss. Oh, okay, ein großer. Ah, okay, kleine Arenenkämpfe. Mhm. Das war schwer. Die Vögel sind auch so. Okay, wir warten, bis du kommst. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen, diese Wotteldies? Die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bessien gekämpft, doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt. Okay. Wie? Du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig. Dein Name ist also Kirby. Ich bin Elflin. Okay, ist das jetzt sowas wie Navi? Und begleitet uns? Hey, Kirby! Oh, okay. Hi. Ach so. Ja, nö. Puh, was bin ich froh, dich zu sehen. Ich wollte nämlich auch nicht mehr... In den Wirbel auf Planet Pop gesaugt. Falls du mal einen zweiten Spieler zur Unterstützung brauchst... Nee, alles gut. Tschüss. 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 Tschüss, 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 tschüss. Hier noch irgendwas? Nein? Okay, Weltkarte. Okay, da kommt jetzt wahrscheinlich so eine Art Menü. Na dann mal ab in die Weltkarte. Naturebenen. Mhm. Urbane Graslande. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich hin. Und hier waren wir jetzt. Zur Wotteldee-Stadt? Was? Okay. Lass uns all die armen gefangenen Wotteldees retten. Okay, Y habe ich da oben eine Auswahl. Sehe ich gerade. Aha. Okay, 46 Wotteldees, 9 in urbane Graslande. Okay. Da ist dann wahrscheinlich der erste Boss oder sowas. Und da geht es dann erst später weiter. Okay. Weltkarte ist schon mal ganz nett. Zurück zur Wotteldee-Stadt, ja. Gehen wir mal da rein. Wotteldee-Stadt. Ach, das ist hier. Ach so. Ich dachte jetzt, da ist irgendwie, kann man jetzt mächtig... Ah, vielleicht... Okay, ja, ich checke. Ich checke, was passieren wird. Wir befreien Wotteldees und damit baut sich das hier immer weiter auf. Und erst dann kann man hier wahrscheinlich verschiedene Sachen machen. Okay. Ja, ich check's. Alles klar. Das heißt, mit gefangenen Wotteldees werden wir auch entsprechend... Oh, suchen. LOL. Okay, auf der Weltkarte gibt es auch versteckte Sachen. Kann ich da random suchen oder immer nur, wenn Suchen dort steht? Aha. Wie genau muss man da drüber sein? Und es taucht nur auf, wenn man anhält, ne? Ja, weil hier kann ich kein A drücken. Hier vielleicht? Nee. Hier? Nein. Hier! War? Okay, aber vielleicht ist das ein Level dann später. Das wird auch ein Level sein. Das wird auch ein Level sein. Da war ich schon. Hier suchen? Nein. Okay, da waren zwei Schnellstellen zum Suchen.
bisher. Okay, und hier kann ich nicht drüber. Okay. Gut, bevor wir da reingehen, gehen wir jetzt aber wirklich mal ins Hauptmenü. Ach so, hä? Ist das das Hauptmenü? Weil jetzt gibt es keinen zum Hauptmenü. Das ist ja auch wieder interessant. Was ist denn jetzt dann das Hauptmenü? Okay, dann gehen wir mal zur Wattle D-Stadt. Kann ich von hier aus zum Hauptmenü? Ja. Titelbildschirm. Ja. Wo lande ich da dann jetzt? Ah ja. Fortsetzen, fortsetzen, Teamdatei wählen. Okay, hier sind jetzt die verschiedenen Dateien. Gut. Irgendwo muss es ja sein. So. Okay. Aber Optionen, Fehlanzeige, ne? Nintendo halt. So, Optionen, Lautstärke, leiser, Sound lauter, Musik leiser, sowas in der Richtung, nix. Ja gut, dann müssen wir es so nehmen, wie es ist. Weil ich finde, die Sounds sind ein bisschen lauter als die Musik, aber naja. Gut. Dann würde ich jetzt aber wirklich an der Stelle erstmal abschließen. Und ich denke mal, je nachdem wie groß die Levels sind, pro Part ein Level oder so. Wir werden sehen, wie groß sie sind. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht auch mehrere Level pro Part. Je nachdem, ich habe keine Ahnung, wie groß so ein Level wird. Wir werden sehen. Und wir werden auch sehen, wie schwer das Ganze wird. Bisher ist natürlich jetzt Intro gewesen. Na, das war nicht schwierig. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen. Und bin gespannt, wohin uns die Reise hier führen wird. Tschüss.